Herr Bundeskanzler, Ihnen wird oft vorgeworfen, dass Sie schlecht kommunizieren und auch sehr zögerlich agieren. Was sagen Sie dazu? Oh Mann, so eine Schrottkarre hier funktioniert ja gar nichts. Das ist Johannes Schlüter. Der gebürtige Göttinger arbeitet seit 19 Jahren als Scholz-Pilot. Winke, winke, hallo. Jo, der Scholz hat eine extra verstärkte Karosserie, Teflon beschichtet, ne? Also da prallt jede politische Breitseite an ihm ab. Aber gerade dadurch ist er leider auch manchmal ein bisschen schwergängig. So, Gelenkigkeitsprüfung, Cockpitbiegung 90 Grad links, 90 Grad rechts, links, rechts, links, rechts. Naja. Ja, also die Bewegungen von dem Scholz wirken doch ziemlich steif. Naja, steif ist relativ. Im Vergleich zu anderen Modellen sieht das manchmal sogar richtig geschmeidig aus. Aber was ein richtiges Problem ist, ist die Sprachausgabe. Also alles, was ich hier sage, muss ich erstmal mit dieser Schwurbelkurbel um den heißen Brei herumleiten. Das ist so umständlich. Also wenn ich da zum Beispiel sage, wir nehmen den ICE nach Hamburg in 10 Minuten auf Gleis 8, dann kommt da sowas hier raus. Und wir müssen über das, was getan werden muss, reden, damit wir den Zug nicht verpassen, nicht auf dem falschen Gleis landen, sondern das richtige Gleis nehmen und den richtigen Weg einschlagen. Es ist furchtbar. Und dann gibt es noch dieses KBS. KBS? Klartext-Blockiersystem. Ist so ein Kanzler-Krisen-Update, von wegen bloß keine Fehler machen und so. Das ist wie bei diesem Partyspiel, wo man bestimmte Begriffe nicht sagen darf. Zum Beispiel Nord Stream 2, Sieg der Ukraine, schwere Waffen und ganz schlimm Cum und Ex. Eigentlich kommt doch jetzt die Probe aufs Ex, also die Probe. Was denn jetzt? Ach so, Ex! Aber können Sie den Scholz nicht nachrüsten? Habe ich ja versucht, aber der Habeck-Pilot wollte nicht. Moin, Fiete. Sag mal, können wir vielleicht Sprachmodule tauschen? Nee, lass mal. Ich will keine Schwurbelkurbel. Und außerdem will ich nicht um den heißen Brei herumreden. Och Mann, ey, ich fahre hier immerhin den Kanzler, ne? Eigentlich bräuchte ich deine Kommunikationshydraulik. Die kriegst du nicht, Alter. Die kriegst du nicht, Alter. Und jetzt? Also ich meine, ohne Klartextkommunikation kommt doch beim Scholz nur heiße Luft. Jo, aber mit der heißen Luft kann man immerhin super Blockflöte spielen. So, Moment. So, treibt er sich in den Mund. So, und die heiße Luft. Johannes Schlüter, ein Mann steuert den Scholz durch alle Krisen.